Er ist der Hüter des Brucker Weitentals, Ridor, der einzig lebende Krokosaurier. Und der sorgt vor allem für Spaß bei den Kleinsten. Auf der Anlage des Jufer Naturhotels Bruck wurde ein neuer Abenteuerspielplatz eröffnet. Auf rund 500 Quadratmetern gibt es unter anderem Kletterdrachen, Klettertürme und zwei über 20 Meter lange Kugelbahnen. Bruck investiert in Spielplätze, um die Stadt auch für die Kleinsten attraktiver zu machen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Das ist nicht nur Lippenbekenntnis, ihnen Bewegung anzubieten. Da gibt es auch eine Ridors-App, wo man auch Fragen beantworten kann. Aber das, dem Einklang mit der Natur etwas zu machen, das ist, glaube ich, das Schönste. Und deswegen den Kindern ein Stück Platz zurückgeben, ist für mich eine wichtige politische Botschaft. Die Jufer-Hotels und die Stadt Bruck haben über eine halbe Million Euro in den Standort Weitental investiert. Neben der Neuerrichtung des Abenteuerspielplatzes wurde auch das Hotel adaptiert und auf 3-Sterne-Niveau angehoben. Auch das Jufer-Hotel hat einen großen Relaunch gemacht. Alle Zimmer wurden renoviert, die öffentlichen Bereiche. Und am Wochenende gibt es jetzt den Waldheurigen. Jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ebenfalls neu ist die Ridors-App fürs Handy. Kinder können damit spannende Abenteuergeschichten erleben und interessante Fakten zum Weitental erfahren. Mit dem neuen Spielplatz und dem modernisierten Hotel wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, um das Weitental noch attraktiver zu gestalten.